Die Gemeinde Kriens will nicht mehr Gemeinde genannt werden, sondern Stadt. Das hat die Bevölkerung am Wochenende entschieden. Wieso und warum, das erklärt mir jetzt Cyrille Wiegert. Sie sind im Moment noch Gemeindepräsident. Das ändert sich ja auch, oder? Selbstverständlich, aber ich bin das bis Ende Jahr. Da ändert im Moment gar nichts, weil dann tut dann die neue Gemeindeordnung einsetzen. Da tun wir dann ein paar Begriffe ändern. Aber zum Beispiel sind Sie dann Stadtpräsident, das klingt ja schon noch gut. Ist eine schöne Bezeichnung, aber es war nicht der Grund, warum wir das gemacht haben. Und es wird sich auch, also zur Beruhigung von den Leuten, die das Gefühl haben, jetzt geht die Welt zusammen, wird sich nach innen eigentlich gar nichts ändern. Man kann weiterhin sagen, ich gehe ins Dorf einkaufen. Man kann weiterhin sagen, wenn man in die Stadt geht, ich gehe ins Stadttheater. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ich bin persönlich auch der Meinung, dass wir weiterhin ein Gemeinshaus haben. Das ist einfach das alte Gemeinshaus. Und das neue, das wird dann aber schon das Status sein. Genau gleich beim Dorfplatz. Wir haben hier einen Dorfplatz. Den tun wir jetzt nicht umtaufen, sondern neu gibt es einen Platz hier, um das neue Stadthaus rum, und das wird dann der Stadtplatz sein. Also, das ist eigentlich, zeigt eigentlich wunderschön, wie sich die Gemeinde eben verändert, auch in einem Prozess ist, in einer Aufbruchsstimmung, neu auch einen lebendigen, kulturellen, urbanen Kern bekommt. Und das war eigentlich die Motivation von uns, zu sagen, mit dieser Aufbruchsstimmung gehen wir jetzt raus und werden ein bisschen selbstbewusst und sagen, wir sind doch auch eine Stadt, nicht nur unsere Nachbarn. Jetzt haben Sie schon ganz viel angesprochen. Unter anderem hat sie vorher schnell erwähnt, es gibt Leute, die haben das Gefühl, die Welt geht unter. Gibt es wirklich diese Leute? Also es war noch interessant, es hat zwei Parteien gehabt, die eher ein bisschen kritisch waren. Und wo wir dann Stellungnahmen bekommen haben nach der Abstimmung, sind eigentlich auch die ganz versöhnlich gewesen. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es vielen Leuten schon passt. Ich habe jetzt aber auch noch einen Blick geworfen auf die sozialen Medien. Und dort tut es schon noch ein bisschen häschern. Es gibt schon Leute, die mit dem jetzt ein Problem haben. Und gerade für die sage ich eben auch gerne, also das ist jetzt nicht so, dass der Gemeinderat mehr Lohn bekommt oder dass wir da mit hohlem Kreuz durch Gas laufen, überhaupt nicht. Sondern wir werden einfach signalisieren, wir sind ein Staat, wo auch ein Umland hat, das wir pflegen. Wir sind ein Staat, weil wir auch Kultur einen Schwerpunkt setzen. Und wir sind auch eine Stadt, weil wir in diesen Zentren, wo wir hier jetzt probieren, mit Leben zu füllen, wollen wir auch Gewerbe natürlich. Das heisst, man kann auch hier einkaufen, man soll auch die Stadt der kurzen Wege, oder? Man soll möglichst können hier auch einen Abend verbringen, in ein Restaurant gehen. Und das sind alles so Signale, die wir jetzt gerne wollen, nach Hause gehen. Darum haben wir gesagt, wir dürfen doch das umbenennen. Ja, sie haben eben die Aufbruchsstimmung, die man eben auch sieht, Baustellen rundherum. Wir laufen mal so ein bisschen Richtung neues Stadthaus, das es ja dann gibt. Jetzt ist ja vor 10 Jahren, hat man das schon mal angeschaut, ob man das will. Und dann ist das Ganze ja gescheitert, oder? Ja, genau. Das war ganz eine andere Zeit gewesen. Damals waren es ja nur etwa 37% der Leute, die ja gesagt haben. Und das hat viel damit zu tun gehabt. Wir sind damals in diesem Fusionsprozess drin gewesen. Also wir haben uns überlegt, ob wir eine Stadtregion werden mit einem Namen, wo dann alles Luzern gemeinsam hat, Ortsteil Litau oder Ortsteil Kriens. Und dann hat man so den Eindruck gehabt, ja, wenn dann beide schon Stadt sind, dann ist das gerade so gelaufen mit dieser Fusion. Man hat dem eigentlich wollen entgegenwirken, auch mit einer anderen Bezeichnung. Aber die Diskussion ist ja an sich jetzt passiert für die nächsten Jahre. Und wir haben jetzt das Gefühl, das passt eigentlich völlig, dass wir können mir auch gut vorstellen, dass die anderen Gemeinden rundherum auch sagen, wir sind doch jetzt 5 selbstbewusste, eigenständige Städte, die aber intensiv miteinander zusammenarbeiten in dieser Agglomeration. Das wäre so ein bisschen die Fantasie von mir persönlich, die ich mir könnte vorstellen, das wäre eine gute Form für die Zukunft. Ja, jetzt sind wir da. Es gibt ein riesiges Gebäude, einfach Kriens, in Aufbruchstimmung. Es wird überall gebaut und optimiert. Geht denn vielleicht so ein bisschen der Gemeinscharakter verloren? Ja, auch da habe ich eigentlich das Gefühl, das Gegenteil ist wahr. Also eine Stadt, die hat doch eine Geschichte und eine Tradition und ist stolz auf die und pflegt doch die. Mindestens so, wie das auch ein Dorf macht. Ich sehe keinen Unterschied. Ich glaube, wir können noch viel mehr investieren, auch in unser Vereinsleben, in unser lokales Leben. Wir können auch das Gewerbe pflegen, einen Bestand vom Gewerbe pflegen. Das ist doch mit einem gesunden Selbstbewusstsein und mit dieser Dynamik noch fast eher möglich.
als ohne die Dynamik. Darum, ich glaube, da muss jetzt wirklich niemand Angst haben, dass sein Lebensraum schlechter wird. Und wir sagen auch, eine Stadt hat ja ein Umland. So stellt man sich ja eine Stadt auch vor. Klar sind wir an einer Flanke, oder vielleicht fast an zwei, sind wir ja zusammengewachsen mit Horb und der Stadt. Aber wir haben den Sonnenberg als Naherholungsraum, wir haben den wunderbaren Pilatus als gigantisch spannendes Naherholungsgebiet und Richtung Eigental haben wir auch ganz viele ländliche, bäuerische Gebiete. Und gerade das ist eben auch möglich, dass man das noch viel bewusster pflegt und sagt, der Landschaftsraum, der ist wirklich wichtig, den pflegen wir einfach, den lügen wir. Das ist unser städtisches Umland. Und darum glaube ich, dass da auch hier nichts verloren geht. Wir beabsichtigen auch nicht, weiter in die Gebiete raus zu bauen, sondern wir verdichten noch innen. Und das ist dann eben das intensive Nutzen, wo man Bahnhof Mattenhof rum oder jetzt hier, wo wir jetzt stehen, das ist dann eben der urbane, kulturelle Teil, das passt völlig zu unserer Strategie. Wir haben ja auch einen Slogan übrigens, der heisst Stadtleben am Pilatus. Und mit dem tun wir eigentlich die Dualität vollkommen unterstützen, oder? Also wir haben hier ein Stadtleben, aber wir haben auch ein Landleben, wo wenn Sie jetzt hier mit der Kamera rumklicken, sehen Sie gerade rumdrehen, sehen Sie gerade dort, wie es eigentlich losgeht. Gerade hinter der Kirche, das ist ein paar Meter, sind Sie im Landschaftsraum, oder? Das ist das Besondere an Kriens. Und gleich ist euch eben wichtig, dass man sagen kann, hey, wir sind auch eine Stadt, wir stehen hier mit breiter Brust und sagen auch als Verhandlungspartner, wir sind nicht einfach nur so ein Anhängsel von Luzern. Ganz genau. Also im Kontakt auch mit anderen Städten oder mit grösseren Gemeinden sind wir natürlich dadurch sind wir gestärkt. Das Selbstbewusstsein, das möchten wir jetzt auch mitnehmen. Das soll schon ein Signal sein nach aussen. Ja. Das ist richtig. Es gibt ja einen riesen Zügelten, eben nur so, dass ihr hier einziehen könnt ins neue Stadthaus. Und ihr müsst ja alles ändern. Es steht ja überall Gemeinde, Kriens, an Briefkästen, auf dem Briefpapier. Ist das nicht ein riesiger Aufwand, der mit Kosten verbunden ist? Das war auch ein bisschen die Befürchtung von gewissen Kreisen. Aber es ist ja nie ein besserer Moment als jetzt. Weil wenn Sie das Haus anschauen, das müssen wir auch nicht hinschreiben. Und dass man selbstverständlich jetzt auch unser Logo überdenkt, das ist ja absolut zeitgemäss. Also das aktuelle Logo ist, glaube ich, etwa 20 Jahre alt. Und wir haben das Redesign sowieso in Arbeit. Das ist doch ganz logisch, weil das kostet jetzt nicht mehr und nicht weniger, wenn wir das Redesign auch gerade auf die neuen Namen machen. Das ist eigentlich völlig der richtige Zeitpunkt, das jetzt zu machen. Und ich glaube, der Aufwand hält sich wirklich absolut in Grenzen. Aber als Stadt werden Sie ab 2019 bezeichnet. Wo sehen Sie Kriens in 10 Jahren? Ich glaube, so wie sich Kriens jetzt entwickelt, das sieht man jetzt schon ein bisschen. Also das ist jetzt die Gebäude, die stellen wir uns vor, dass die pulsierend werden, dass die Leben haben, dass wir gut auch über die Strassenräume reinkommen, um eben auch das Gewerbe in der Umgebung zu stärken und auch die kulturellen Treffpunkte, wie jetzt so zum Beispiel das neue Kulturquadrat, das ja auch mit dem Projekt zusammenhängt, um das wirklich zu beleben. Und ich glaube, der Akt, um das zu beleben, das ist jetzt etwas, das ein paar Jahre in Anspruch nimmt. Also ich würde jetzt nicht den Leuten... es kann ja auch Angst machen, das hat ja alles auch eine Obergrenze. Irgendwo wissen wir, dass wir auch Kriens bleiben und nicht vollkommen unsere Identität verlieren. Aber das wird klar, die beiden Schwerpunkte jetzt auch um den Bahnhof Mattenhof herum, das sind Veränderungen, die jetzt angedacht sind und die sind sehr wahrscheinlich in 10 Jahren dann so wie vollzogen, umgesetzt. Aber es ist nicht zu erwarten, dass sie 10 Jahre Kriens nicht mehr kennen. Wir haben ja immer auch uns Mühe gegeben, alte Gebäude, spannende Gebäude, jetzt eben die Kirche mit dem Maränenhügel oder unser altes Gemeinshaus oder dann ein bisschen weiter oben das Kulturzentrum, das ist ja auch in einer ehemaligen Fabrik, die wir erhalten. Wir sind da sehr bemüht, auch unsere Spuren nicht zu verwischen. Also im Gegenteil, auch die Stadt hat eben auch einen Stadtteil, den man als historisch erkennt. Auch in diesem Gebiet hier hinten, wo hier so eine kleine Strasse dort abführt, wird man eigentlich eine Aufwertung machen. Weil das ist so ein bisschen der Teil, wo es noch so ein bisschen ältere Häuser hat, wo man vielleicht auch mal flanieren möchte. Zusammen mit dieser Flanierzone, wo der neue Teil ist vor dem neuen Stadthaus, wo dann so einen Rundgang kann geben kann, wo man auch in einen Kaffee gehen kann oder sich irgendwie treffen mit Leuten, die auch gerade am Flanieren sind. Das wäre so ein bisschen die Vision. Also ich sehe, ihr habt einen Haufen vor. Danke vielmals, Cyril Wiggins. Das ist so. Danke auch fürs Interview.
Und ihr habt es gehört, Kriens wird aber Kriens bleiben, egal ob jetzt als Gemeinde oder als Stadt, wie es dann heisst, ab 2019. Und der Schweizerische Städteverein hat mir auf Anfrage erklärt, es kann eigentlich jede Gemeinde zur Stadt werden. Es muss einfach eine Abstimmung geben und die muss natürlich angenommen werden.